Moin Lotte, ich habe eine gute Nachricht für euch und eine schlechte. Welche wollt ihr als erstes hören? Die schlechte? Okay, diese fühlt sich momentan ziemlich beschissen und ich habe es daraufhin leider nicht ganz geschafft, heute ein richtiges zweites Video auf die Beine zu stellen. Scheinbar hat der einmalige Kontakt oder zweimalige Kontakt mit der Außenwelt, denn ich war ja in den letzten Tagen einmal in Hamburg und dann eben gestern, beziehungsweise auch noch heute in Berlin, und zwar beim Deutschen Computerspielepreis 2017. Das war wunderschön, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, ich war komplett destroyed. Das war echt nicht so alles so geil, und meine Nase lübt auch schon die ganze Zeit. Ich lag auch, seitdem ich wieder hier bin in Köln, die meiste Zeit nur im Bett. Und dieses kleine Video ist nicht monetarisiert, hier wird keine Werbung draufgeschaltet, das ist einfach nur ein reines Informationsvideo für euch, was denn jetzt nun los ist, wieso jetzt kein zweites richtiges Video kommt. Und würde ich dieses Video machen, würde kein Video kommen und alle würden sich denken, hey, Moment mal, was ist denn jetzt los? Wo ist das zweite Video? Aber warte, bevor jetzt alle ein wenig traurig sind, ich habe eine gute Nachricht für euch. Denn guckt euch das an, Leute! Mario Kart 8 Deluxe! Das, wenn alles klappt und ich jetzt nicht über Nacht auf einmal den Löffel abgebe, werde ich morgen früh, morgen Mittag zusammen mit Zombie und GLP ein wenig zocken und aufnehmen. Vielleicht ist ja auch noch Mordado dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega. Also ich muss irgendwie über Nacht so ein bisschen fitter werden. Und ich weiß nicht, Nase ist noch alles im grünen Bereich. Kleines Informationsvideo, ich wollte das nur ganz kurz mit euch besorgen und ich werde auf jeden Fall alles geben, dass dann morgen alles wieder wie gewohnt weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Hier, wo ich das Video gerade aufnehme, ist es auch schon 20:45 Uhr. Ich lag halt die ganze Zeit im Bett und dachte, okay, vielleicht wird es ja ein bisschen besser. Leg dich kurz hin. Aufgewacht. Scheiße, ist nicht besser. Okidoki, Leute. Habt noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.